Hallo, ihr lieben User. In dem zweiten Teil Airbrush Porträtbrushen geht es darum, Augen, Mund und Nase zu brushen. Ich hoffe, das Video gefällt euch und hilft euch weiter. Falls ja, würde ich mich über euer Like freuen, und falls ihr noch kein Abonnement von meinem Kanal habt, könnt ihr das gerne hiermit nachholen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten. Im ersten Arbeitsschritt brushe ich jetzt den dunkelsten Teil vom Auge. Hierbei muss man darauf achten, dass man das Ganze in sehr dünnen Schichten aufbaut und das Ganze möglichst gleichmäßig ausbrusht. Das Auge besteht aus zwei Teilen, also einmal hier diesen dunklen Teil, das ist das obere Teil vom Auge mit der Pupille. In der Mitte der Pupille ist ein Spitzlicht, das versuche ich möglichst weit auszulassen. Und im zweiten Teil des Auges ist ein brauner Farbton, diesen versuche ich auch auszulassen. Und wenn ich das Auge so weit gebrusht habe, dass der Farbton die richtige Farbtiefe erreicht hat, dann radiere ich mit einem Radierstift den gesamten Overbrush, entferne ich dann mit dem Radierstift, damit ich eine scharfe Kante bekomme. Wenn ich das erste Auge ausgearbeitet habe, brushe ich dann das zweite Auge. Das zweite Auge habe ich jetzt auch gebrusht, und jetzt möchte ich mal auf eine technische Hilfe hinweisen, da Airbrush-Anfänger mit dieser Technik sicher am Anfang einige Schwierigkeiten haben werden. Und zwar, das Problem ist, man muss ja anfangen zu radieren, bevor die Linien vollständig verschwunden sind, die man vorgezeichnet hat. Und um genau kontrollieren zu können, dass man auch richtig radiert hat und nicht zu viel radiert hat, gibt es eine kleine technische Hilfe. Man kann auf einem Transparentpapier von dem Original sich eine zweite Zeichnung, jetzt zum Beispiel von den Augen, herstellen. Am besten in einer anderen markanten Farbe, wie hier zum Beispiel einer orange-rot. Und das Ganze legt man dann, wenn man radiert hat, exakt auf sein ausgearbeitete Augen hier in dem Beispiel und überprüft, wie genau das geworden ist. Und dementsprechend kann man dann Korrekturen durchführen. Beim Brushen des rechten Auges hatte ich eben festgestellt, dass die Farbe heute sehr schlecht fließt. Da habe ich meine Airbrush-Nadel einmal rausgeholt und habe festgestellt, dass diese vorne verbogen ist. Jetzt schleife ich mir die Nadel auf diesem Schleifstein wieder in die richtige Form. Das ist also etwas, wo jeder, der airbrusht, auch Geld damit sparen kann. Dabei ist es wichtig, dass man die Nadel permanent beim Anschleifen auch dreht, damit also
alles gleichmäßig angeschliffen wird, so lange bis die Nadel vorne wieder gerade ist. Als nächstes brusche ich jetzt ein Braun auf die Augen. Der entstehende Overbrush, der in dieses Dunkle reinfliegt, wird quasi, also dieser dunkle Ton schluckt quasi diesen helleren Ton, das ist also kein Problem. Lediglich der Overbrush, der dann wieder seitlich entsteht, den muss man dann wieder entfernen. Das Braun, was ich jetzt gebrusht habe, ist noch etwas zu hell. Und sowas muss man immer genau mit der Originalvorlage kontrollieren. Und wie gesagt, es ist noch etwas zu hell und aus diesem Grund werde ich das Ganze noch etwas weiter mit der ersten Farbe abdunkeln. Beim Nachdunkeln der Augen haben natürlich diese Spitzlichter auch wieder Farbe aufgenommen. Und diese muss man dann dementsprechend auch wieder nachbearbeiten, damit die so hell werden, wie sie vorher gewesen waren. Im nächsten Arbeitsschritt habe ich die Mundwinkel gebrusht. Das ist die gleiche Farbe wie bei den Augen, der dunkle Ton. Und jetzt radiere ich den Overbrush auch so weit zurück, wie ich das eben benötige. Und dabei sollte man auch immer wieder das Motiv so drehen, dass man in der günstigsten Lage arbeitet. Jetzt brusche ich die Lippen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, wenn man fertig mit dem Brushen ist, sollten eigentlich alle Linien, die man vorgezeichnet hat, verschwunden sein. Man kann mit einem Knetradierer, wenn man erkennt, dass man Linien etwas stark angezeichnet hat, diese schon vorher abschwächen. Einfach mit diesem Knetradierer leichter über die Linien gehen, wo man eben diese schon abschwächen möchte. Man kann diesen Knetradierer auch in jede gewünschte Form bringen, damit man besser damit arbeiten kann. Ich habe jetzt damit begonnen, die Lippen zu brushen. Und da es für Anfänger eventuell doch sehr schwer sein wird, mit diesem Overbrush umzugehen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, doch die Zähne hier mit Airbrushfolie zu maskieren. Die Zähne habe ich jetzt mit der Maskierfolie überdeckt, geschnitten und entferne diese jetzt.
Wenn man eine bestimmte Menge an Farbe aufgetragen hat hier auf der Lippe, kann man bereits im Arbeitsstadium damit anfangen, diese helle Stelle, die ja durch das Überbrushen verschwindet, schon mit einem Papierstift wieder aufzuhellen. Weil wenn man jetzt diese Stelle komplett zubrusht, verschwindet diese vollständig und man weiß nachher nicht mehr, wo man eben diese Stelle wiederfindet und aufhellen kann. Jetzt intensiviere ich die Farbe immer weiter und gebe der Lippe dabei immer mehr Form. Wenn ich anschließend die Lippe von oben brushe, drehe ich wieder den Malgrund um, damit ich in der richtigen Position von oben her brushen kann. Dadurch wird wieder vermieden, dass möglichst wenig Overbrush hier oben reinkommt. Der Overbrush, der jetzt hier entstanden ist, den entferne ich jetzt großzügig mit einem flachen Radiergummi. Und dabei muss man so weit zurückradieren, dass die Linien der Vorzeichnung also hier auch verschwindet. Die Lippe habe ich ja quer gebrusht. Das habe ich aus dem Grund getan, da es einfacher ist, diese quer zu brushen. Aber der histologische Aufbau an der Lippe ist ja in Wirklichkeit so, dass hier viele senkrechte Rillen in einer Lippe sind. Und diese kann man dann mit einem Radierstift herausarbeiten, also helle und dunklere Stellen. Und zum Weiteren kann man einen Farbstift nehmen, der muss halt die passende Farbe haben zu der Lippe. Und diese arbeitet man dann hier ein. Und wenn man mit dem Finger darüber geht, kann man diese dann noch etwas weicher gestalten. Also man muss genau nach der Vorlage gehen, wobei ich sagen muss, dass eine solche Vorlage nicht optimal ist. Optimal wäre jetzt eine Vorlage nach einer sehr guten Fotografie in einer Größe von DIN A4. Wenn man einen Fehler macht beim Brushen, muss man natürlich versuchen, diesen zu beseitigen. Mir ist aufgefallen, dass ich die Mundwinkel viel zu dunkel gebrusht habe und diese muss ich neu gestalten, also entferne ich jetzt komplett die alte Farbe mit dem Elektroradierer und brush diese dann neu nach. Dabei sollte man sehen, dass man die zuvor gebrushte Farbe vollständig entfernt. Die geplante Korrektur der Mundwinkel hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich das geplant habe. Aber das ist jetzt keine Tragik. Beim Airbrush muss man also auch sehr flexibel sein und sich immer neue Dinge einfallen lassen. Und eventuell dann auch Änderungen vornehmen. Ich versuche jetzt den Mund neu zu brushen. Ich bin einfach hingegangen, habe den ganzen Mund in Weiß überbrushed
Und da ich der Meinung bin, dass es für Airbrush-Anfänger beim Porträtbrushen vielleicht doch zu schwer ist, das Ganze in Freihand zu brushen und dann eben diesen Overbrush zurück zu radieren, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, für die Gestaltung des Mundes eine Schablone anzufertigen. Und das werde ich mit einer weißen Kartonschablone machen. Zuerst nehme ich mir wieder die Formen ab, transferiere die dann auf diese Kartonschablone und schneide die mit dem Skalpell aus. Und wie ich die dann verwende, zeige ich in dem Video dann. Für die Anfertigung der Schablone habe ich mir zuerst auf Transparentpapier eine Kopie von dem Mund mit den Zähnen erstellt. Und dann habe ich das Ganze auf einen Karton gelegt und mit Büroklammern oben fixiert und dann mit einem Falzbein durchgerieben. Und jetzt schneide ich mit einem Skalpell die gesamte Form des Mundes aus und die Zähne. Das ist jetzt die fertig ausgeschnittene Kartonschablone von dem Mund und von den Zähnen. Zuerst habe ich die Zähne ausgeschnitten und dann habe ich den Mund ausgeschnitten. Da ich selbst noch nie so gebrusht habe und mir das jetzt nur für den Kurs hier ausgedacht habe, werde ich auf einem separaten Papier jetzt erst einmal einen Farbtest brushen, um zu sehen, wie sich die Abstände um die Zähne und um den Mund darstellen. Da ich ja keine scharfen, harten Kanten haben möchte, habe ich das Ganze mit etwas Abstand zum Untergrund aufgelegt und habe dazu von diesem Knetradierer einfach ein paar Teile genommen und diese unten drunter gesetzt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe jetzt nochmal einen Test mit dem Mund gebrusht. Dazu hatte ich mir von dem Knetradierer um den Mund rumgelegt und das Ganze eben dann auf den Karton quasi draufgelegt. Aber das ist mir noch zu ungleichmäßig, also muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ich fertige nochmal so eine Schablone, schneide den Mund wieder aus, aber etwas größer, damit ich einen gleichmäßigen Abstand zum Untergrund bekomme. Das werde ich jetzt als nächstes testen. Meine Schablone für den Mund und die Zähne habe ich jetzt platziert. Gegen das Hochfliegen habe ich alles mit Gewichten beschwert, damit die Kartonschablone durch den Luftzug nicht hochgeblasen wird. Und auf der linken Seite habe ich das Ganze mit Maskierfolie fixiert, damit ich das vor- und zurückklappen kann. Jetzt brushe ich die Mundwinkel neu. Diesmal brushe ich die weniger dunkel und versuche die mit in die Lippenfarbe einzubeziehen. Die dunklen Mundwinkel habe ich jetzt hauchdünn angelegt und jetzt brushe ich wieder die Lippe.
Der Mund ist jetzt fertiggestellt. Die Ecken habe ich jetzt besser hinbekommen. Und zum späteren Zeitpunkt müssen an den Zähnen muss dann noch etwas gebrusht werden. Die sehen zwar weiß aus, Zähne haben aber alle eine gewisse Farbe drin. Aber das, wie gesagt, brusche ich später.